Beispiel von Pointer, von Deutsch Kurzhaar, ist es gelungen, aus diesem Hund einen Volljagdgebrauchshund zu machen, der vor dem Schuss und nach dem Schuss wirklich hervorragende Arbeit leistet. Es ist ganz wichtig, bevor man sich mit dieser Rasse beschäftigt, wenn ich gefragt werde, was sind die Eigenschaften dieses Hundes, was zeichnet ihn aus? Ich habe auch schon andere Jagdhundrassen geführt. Ich bin deshalb von dieser Rasse so begeistert, weil das ein Familienhund ist, mit dem man auch hervorragend jagen kann. Und da steckt auch so ein bisschen die Priorität drin, nämlich eben Familienhund, mit dem man jagen kann. Es ist nicht der Jagdhund, den man auch unter Umständen in der Familie führen kann. Also das macht eine ganze Menge aus. Ich würde gerne mal, um den Rassestandard so ein bisschen deutlich zu machen, einmal dich, Christian, mit dem Drahthaar und Bela mit Heidrun als Kurzhaar. Also beides sind in der FCI, VDA eigenständige Rassen. Also das ist nicht nur ein anderer Schlag, sondern wirklich eigenständige Rassen. Und es werden pro Jahr ungefähr 300 Maria Wischlein in Deutschland gewölft, 10% davon als Drahthaar. Und wie man unschwer an beiden Exemplaren erkennen kann, also ich meine die Hunde, ist jetzt an der Stelle ganz wichtig, mehr Knochenstärke, mehr Substanz und natürlich vom Haarkleid her durchaus widerstandsfähig. Vom Charakter her, Christian, unser Zuchtwart, darf mir da herzlich gerne widersprechen. Vom Charakter her eigentlich keine Unterschiede, es ist wirklich offen. Also es gibt von denen ganz hervorragende Hunde, es gibt von denen ganz hervorragende Hunde und es gibt eben auch mal den, der jetzt nicht so mit seiner hervorragenden Art herausstellt. Man sieht ein bisschen feiner, so wie die Führerin mit Heidrun. Das ist übrigens ein sehr schöner Vertreter. An diesem Hund sieht man, dass ein Wischlein nicht nur tolle Arbeit machen kann, sondern auch besonders schön sein kann. Denn Bela ist vor 3 Jahren Bundesschönheitssieger geworden, deutscher Bundesschönheitssieger. Also schön sein kann man auch. Ne? Also ganz wichtig. Ich würde jetzt gerne mal die Hunde in Bewegung sehen. Und achten Sie mal auf, wie sie sich bewegen. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Teil des Rassestandards. Eleganz, Lauffreude, Laufstärke und Schub in der Bewegung. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Bitte nicht nur auf die Hunde achten, achten Sie auch mal auf den Schub der Leute, die die Hunde bewegen. Also viel Spaß dabei. Schon relativ gut. Super, danke. Der Drahthaar ist übrigens entstanden durch Einkreuzung des Deutschreiter. Also man wollte da auch tatsächlich nicht Schärfe erzeugen, sondern was man erzeugen wollte, ist einfach Widerstandsfähigkeit und eine Stärkung des Haarkleides. Also Sie haben gesehen, es sind wirklich elegante Hunde. Was entscheidend ist, was ich anfangs schon gesagt habe, also ganz klar im Vordergrund steht, der Wischler als Familienhund. Und wenn ich das so bei meinem sehe, also ich führe Kurzhaar, wenn ich sehe, wie der auf der Jagd ist, mit welcher Passion der arbeitet, wie er auch an Schweinen arbeitet, ist faszinierend. Bin ich mit dem gleichen Hund eine Stunde später zu Hause, dann liegt er mit meinen Enkeln auf dem Boden und kuschelt mit dem rum. Also es ist eine Mutation innerhalb von wenigen Minuten vom wirklich passionierten Jäger hin zum Kuschelmonster. Und das muss auch übrigens jedem Interessenten dieser Rasse bewusst sein. Man kauft nicht nur einen Jagdhund, sondern man kauft unter Umständen auch einen Kuschelmonster. Und ich sehe hier bei vielen jetzt gerade lächeln.
Und ich habe eben am Stand was gehört, da bin ich beinahe umgefallen, weil Sie gerade so schön gelächelt haben. Da war ein Jäger mit seiner Frau. Und die Frau fragte nach dem Hund und erkundigte sich, was das für ein Hund ist. Und dann sagte sie, ja wissen Sie, ich entscheide mich für die Rasse, damit mein Hund, mein Mann, ein Jagdhund bekommt. Da habe ich gedacht, okay, so kann man es auch machen. Also es funktioniert. Was kann der Hund? Also was ihn auszeichnet, ist seine hervorragende Nase, sein festes Vorstehen und seine unfassbare Arbeitsform. Also was Erziehung angeht, was Gehorsam angeht, Kadavergehorsam wird bei diesem Hund immer kontraproduktiv sein. Also auch zu harte, unangemessen harte Ansprache funktioniert auch nicht. Dann geht der Hund sehr schnell in die Verweigerung. Versteht der Hund aber, was er machen soll, versteht er, was er doch machen muss, dann tut er es. Und er tut es nicht für Sie, sondern er tut es, weil er wirklich Spaß dran hat und weil er Ihnen eine Freude damit machen will. Also ich habe, wie gesagt, andere Jagdhundrassen geführt. Ich habe bei einigen Rassen, ich will jetzt gar nicht erwähnen, darum geht es auch nicht, ich habe gedacht, okay, wir gehen gemeinsam jagen. Der Hund jagt und ich jage. Und wenn es gut geht, passt das zusammen auch. Wenn ich mit meinem Wischler jage, dann jagen wir wirklich in Kooperation. Und das ist das, was jeden Hund so ausmacht. Schön. Damit wären wir auch schon nahe am Ende dieser Präsentation. Vielleicht noch ganz kurz was zu unserem Verein, dem VUV, also Verein Ungarischer Vorstehhunde. Den Verein gibt es seit über 40 Jahren. Es ist der einzige zukunftsführende Verein in Deutschland. Und wir führen beide Rassen, also sowohl den Kurzhaar als auch den Drahthaar. Und wir haben in diese Richtung unseren Informationsstand. Und Sie sind herzlich eingeladen, uns dort zu besuchen, uns mit Fragen zu löchern und Informationsmaterial mitzunehmen. Vielleicht noch ein Wort zur Auswahl der Hunde. Es nimmt im Augenblick in Deutschland massiv zu, dass Sie Wischler Welpen kaufen können. Da steht auch oftmals mit Papieren. Bitte achten Sie darauf, dass die Papiere, die Sie bekommen, dass da VDH oder FCI draufsteht. Alles andere sind keine anerkannten Zuchtstätten. Und das absolut Perverse, ich sage es wirklich so bewusst, ist, dass diese Hunde, die keine richtigen Papiere haben, oftmals noch teurer sind als die mit den richtigen Papieren. Und insofern auch beim Welpenkauf und denken Sie auch an die Entscheidung, die Sie fällen. Das ist für eine kleine Strecke Ihres Lebens. Aber es ist das gesamte Leben des Hundes, worüber Sie da entscheiden. Und diese Entscheidung sei wohl überlegt. So, vielen Dank und wir freuen uns, Sie gleich hinten am Stand zu sehen. Und ansonsten schöne Messezeit. Wir gehen noch einmal rum. Ein Mädchen mit dem Namen Henriette Fischbach befindet sich bei Infobes und wartet auf ihre Eltern. Ich wiederhole, eine Henriette Fischbach befindet sich bei Infobes und wartet auf ihre Eltern.